komplex und individuell. Wir gucken, ob wir bestimmte EKG-Veränderungen finden. Qualifiziert und spezialisiert. Das Team ist wirklich alles. Rund um die Uhr einsatzbereit. Das sind die Kardiologen am Asklepios-Klinikum Uckermark. Sie sind Experten auf dem Gebiet der Herz-, Lungen- und Stoffwechselerkrankungen. Rhythmusstörungen, koronare Herzkrankheiten, Herzmuskelerkrankungen. Das Spektrum der Kardiologie ist umfassend. Diana Möller hat einen angeborenen Herzfehler. Ich habe damit gelebt und lebe immer noch damit, wobei die Ärzte so ihre Zweifel hatten. Gut, damals war die Medizin noch nicht so weit, die Technik noch nicht so weit. Aber ich bin ganz gut geworden. Also 44 Jahre, also da kann man schon sagen, dass man damit auch leben kann. Die Patientin ist wegen Herzrhythmusstörungen im Klinikum. Bei der bildgebenden Diagnostik soll das Herz im MRT ganz genau dargestellt werden. Das stellt sich schwierig dar. Grund ist ein plötzliches Herzrasen, eine Störung. Gerade weil die Anna Möller schon mehrfach operiert ist, wird die Anatomie äußerst genau begutachtet. Ihr Problem ist jetzt vorrangig das von Herzrhythmusstörungen. Wir haben das abgeklärt mit einer Herzkatheteruntersuchung, dass das Ergebnis nach Korrekturoperation ein sehr gutes ist. Dem ist so. Und jetzt stehen die Herzrhythmusstörungen im Vordergrund, auch von der Symptomatik her, von den Beschwerden her. Es sind Herzrhythmusstörungen, die auch die Prognose beeinflussen der Patientin, muss man sagen. Also wir haben schon unbedingt den Bedarf, das zu behandeln, diese Rhythmusstörungen zu beseitigen. Und ich bin eigentlich überzeugt, dass wir das können mit den Möglichkeiten, die wir hier haben. Wir können diese Rhythmusstörungen mit einer Katheterablation behandeln. In dem Fall handelt es sich um Vorhofflimmern einerseits und um ventrikuläre Extraschläge aus der Herzkammer, die gutartiger Natur sind. Auch das haben wir abgesichert. Und ich bin überzeugt, dass wir die Patientin beschwerdefrei bekommen und ja auch die Prognose verbessern können damit. Ein gestörter Herzrhythmus beeinflusst das Leben massiv. Diana Möller kann das Gefühl sehr gut beschreiben. Es ist so, als ob das Herz, das ist wie aus dem Takt, das merkt man dann richtig, dass es dann irgendwie mal schnell anfängt zu rasen oder stolpert oder so. Das merkt man irgendwie komisch. Man kann es nicht beschreiben. Man muss es selber erstmal gespürt haben, weil es schlägt dann manchmal so hier wie am Hals oder auch hier unten im Bauch rein. Also so, manchmal merkt man aber auch nicht. Die lebenslustige 44-Jährige sieht dem Eingriff relativ gelassen entgegen. Für sie kann es nur besser werden. Sie vertraut dem hochspezialisierten Team. Das Team ist alles. Also einer alleine schafft im Prinzip nichts. Das Team ist wirklich alles. Einer alleine schafft vielleicht nachts dann die Akutsituation mal zu beherrschen in dem Moment. Aber das Team stellt die Klinik dar, das Team stellt die Abteilung dar. Und das sind nicht nur die Ärzte, das sind natürlich auch die Schwestern und die Assistenten in den Katheterlaboren, in den Laboren und die anderen Mitarbeiter des Hauses natürlich auch. Die diagnostischen Möglichkeiten sind breit gefächert. Dazu zählen auch Echokardiographie und Ergometrie. Im Funktionsbereich hat Thorsten Hanke seinen Termin zum Belastungs-EKG. Er ist hier, weil ich in Polen zusammengebrochen bin, an der Tankstelle. Was passiert? Schwindelig ist mir geworden und dann bin ich zusammengebrochen. Ja. Und dann, wie ging es weiter? Na, dann hat die Tankstelle den Krankenwagen gerufen. Die haben mir dann klinisch deutlich gemacht. Und von da aus hat der polnische Krankenwagen wie rüber gemacht nach Deutschland. Gut, also Sie können schon anfangen. Die Ursache für den plötzlichen Zusammenbruch ist noch unklar. Und hier diese Lampe muss so grün bleiben, ja? Und weiter. Also wir gucken, ob wir bestimmte EKG-Veränderungen finden. Ja, sogenannte Ästhe-Streckenveränderungen. Ja. Also wenn die Untersuchung positiv ist, also pathologisch, dann muss man die Diagnostik erweitern und manchmal auch invasiv.
also Herzkatheter. Die Funktionsschwestern spornen den Patienten zum Durchhalten an. Wir sind schon am Ziel. Wenn Sie aber Kraft noch haben, können Sie weiterfahren. Versuchen Sie. Ja? Dann ist die Belastung noch aussagekräftiger. Die Untersuchung zeigt keine Auffälligkeiten. Durch die optimale apparative Ausstattung müssen die kardiologischen Patienten keine weiten Wege in Kauf nehmen. Bei großen chirurgischen Eingriffen kooperiert das Asklepios Klinikum Uckermark mit den Herzzentren im Bundesland Brandenburg, aber auch in Berlin. Heute steht nun der Termin zur Ablation im Herzkatheterlabor für die Anna Möller an. Die Störung kann mittels Vereisung behoben werden. Damit ist das Ziel der Prozedur erreicht und der Ursprung des Vorhofflimmerns behoben. Bei der spezialisierten Kryobehandlung stellt Chefarzt Dr. Oliver Gunkel aber noch etwas anderes fest und reagiert prompt. Schlechte Nachricht, Sie haben noch eine dritte Rhythmusstörung, die wir jetzt entdeckt haben. Aber wieder eine gute Nachricht, die machen wir jetzt gleich auch mit weg. Wir haben dann zusätzlich noch eine weitere Rhythmusstörung festgestellt während der Prozedur, das sogenannte Vorhofflattern, was eben auch gerade bei operierten angeborenen Herzfehlern nicht ganz selten ist. Und das haben wir jetzt in derselben Sitzung auch noch beseitigt durch eine Katheterablation. Insgesamt eine aufwendige Prozedur, die auch belastend ist natürlich für die Patienten und für die Patientin im Speziellen, die ihr aber dann langfristig die Beschwerden eben nehmen wird. Das Ergebnis sollte stabil sein. Nach allem, was ich jetzt weiß, denke ich, dass sie da Ruhe hat. Sehr logisch, mit einem rasanten Wissenszuwachs und lebenslangem Spezialisieren, so beschreibt der Chefarzt sein Fachgebiet. Für ihn kam nie eine andere Richtung in Frage. Die schönen Momente, die sind natürlich, wenn Sie einen Patienten entweder akut gerettet haben, beispielsweise ein großer Herzinfarkt, wenn Sie dem Patienten die Koronartiere wieder öffnen und Sie wissen, dass Sie damit die Prognose jetzt wirklich auch schlagartig verbessert haben oder sogar ihn gewissermaßen vor dem Tod gerettet haben. Und auf der anderen Seite natürlich die vielen Patienten, deren Dankbarkeit Sie vielleicht gar nicht mitbekommen oder erst viel später erfahren. Wie geht's jetzt? Müde. Okay. Aber morgen geht's nach Hause. So wie bei Diana Möller, die ihren Alltag nun wieder beschwerdefrei gestalten kann. Mit einem Herzen, das im Rhythmus schlägt.